Einen wunderschönen gewünscht aus Erfurt auf dem Gelände des TEC, also des TEC hier in Erfurt. Und wir haben wieder mal ein markenoffenes Treffen und im Hintergrund geht es langsam los. Es ist also am Sonntag um die Mittagszeit. Jetzt ist gerade Einlass und der Platz, der füllt sich schon. Headquarter e.V. lädt wieder ein und ich nehme euch mit, zeige euch so ein bisschen ein paar Autos, ein bisschen ein paar Stimmungen und natürlich auch den Platz. Nach dem Intro geht's los. So, und wir rennen gleich mal über den Platz, denn ich darf heute da in dem Zelt so arbeiten. Ich mache heute nämlich mit bei der Bewertung für die Fahrzeuge. Aber wir wollen mal gucken, wie gesagt, es geht gerade erst los, ist um die Mittagszeit. Ich renne mit euch mal rüber zum Einlass und schauen wir mal, ob denn schon der ein oder andere auf dem Weg hierher ist. Ja, schön ist auch wieder Händlermeile am Start. Also hier kann man auch ein bisschen Geld ausgeben, wenn man will. Gibt es dann auch wieder was. Und der Platz ist natürlich prima, logischerweise. Schade ist natürlich, dass man das nur an einem Sonntag machen kann, weil ja sonst immer noch Betrieb ist. Also der ist verkaufsoffen, nicht? Da sind also ganz normale Leute. Guck mal hier, hier fahren wir schön mit einem 850i durch die Landschaft. Der hat, der kann. Ich habe nur einen 5er, siehst du, zum 8er hat es nicht gereicht. Weißt du Bescheid? Ich habe aber noch einen 7er. Dann geht's, ist gut. Aber einen schönen alten. Das ist gut, ja. Jawohl. Na, 5 plus 7 ist 13. Nee, ja, dann haben wir. Hier ist natürlich, ja, das ist er natürlich. Georgie. Bisschen in Effektlack, leicht verbreitert, Ledercockpit. So kannst du Trabi fahren, das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Das ist schön, das ist was Feines. So, und das Geile ist, der Trabant steht natürlich würdig neben einem McLaren. Das ist richtig und wichtig, dass man auch erkennt, so hat es angefangen und so endet es irgendwann mal. Ist so. Ja, wir nähern uns langsam den Eingang. Ihr seht schon, das ging relativ fix, dass hier doch schon sich die Reihen füllen. Da hinten fährt tatsächlich ein E38 in Pink. Naja gut, wenn man vielleicht fährt den ja eine Lady, die auf Pink steht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Wäre natürlich nicht meine Farbe. So, jetzt haben wir den Einlass auch erreicht. Hier werden auch Fotos geschossen, wenn er reinkommt. Und dann schauen wir mal. Ja, also Schlange ist schon da. Also sagen doch viele zum Sonntag. So, ich habe ja die Karre gerade erst noch gewaschen. Vollgetankt also auch. Mache ich mal los nach Erfurt auf das Gelände vom TEC. Und bin mit dabei. Sehr schön. Ja, die Crew vom Headquarter, die gibt sich die beste Mühe. Da, ich hab's gewusst, es fährt eine Frau, das Auto. Es kann nicht anders sein, es fährt eine Frau. So muss es sein, ihr Lieben. Ja, weil das wäre jetzt doch nicht so meine Farbe. Nein, doch. Oh. Ja. Ich sehe schon, ich muss etwas tun. Wenn die Damen und Herren sich alle bewerten lassen wollen, wird's lustig. Naja, dann gehen wir mal weiter. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Auch immer schön, sieht man hier drüben. Kaum ist man da, wird gefachsimpelt, wird sich ausgetauscht, wie sich das hier hört auf dem Treffen. Sehr, sehr schön. So soll es ja auch sein. Was hast du, was ich noch brauche? So, jedes Jahr gibt es auch beim Headquarter e.V. ein bisschen Musik auf die Ohren. Das macht dann hier drüben der Nick. Ja, da wird also nachher noch eine flotte Solo aufgelegt. Musikalische Unterrahmung ist also am Start und läuft auch immer sehr, sehr gut. Ja, dann schlawinern wir mal durch die Händlermeile und schauen mal, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Einkaufswaren kriegt er auch noch, falls er braucht.
ist halt hier mit am Start. Naja, was willst du machen? So, Ideen aus Holz. Naturwerkstoff, sehr schön. Und ihr seht schon, es gibt so einiges, was man hier erwerben kann, wenn man das möchte. Und für die ganz Mutigen, ihr könnt euch auch tätowieren lassen hier. Falls da noch irgendwie ein neues Body-Tattoo fällig ist, dann geht das auch. Immer hübsch lächeln für die Kamera. Jawohl. Habe ich gekauft. Psst. Jetzt lachen. So, und wer sich nicht gerade ein Auto auf den Arm wirft, der kann hier auch mal seine Kraft testen und mal Mike Tyson boxen. Ist so. Ja, und T-Shirt sind auch mit am Start. Tja, was soll ich dazu sagen? Wenn es regnet, ist der Pavillon drüber. Das könnte auch von mir stammen. Ich bin da genauso. Ja, das ist einfach so, weil wichtig und richtig, du putzt die Karre 5,5 Stunden und dann regnet es und du eierst dich schwarz. Also von daher finde ich die Idee super. Auch wegen der Sonne. Auch wegen der Sonne. Ja, und das ist gut so. Ich weiß, das ist ein bisschen verrückt, keine Frage. Aber so sind wir nun mal, wenn wir die Autos mögen und schätzen und auch Wert erhalten, dann kann man auch ein Pavillon aufbauen über dem Auto. So Freunde, BMW Tuning ist ja bei mir immer so clean und sauber und schön. Bei Mercedes kann man natürlich auch mal Moos ansetzen lassen. Das ist natürlich mega geil. Das passt natürlich auch zum Auto. Baujahr 76 haben wir hier einen Mercedes-Benz. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist also nach dem Motto, ohne Moos nichts los. Ja, ich bin ja immer Freund von gepflegten Tankdeckel, auch wenn es ein Mercedes ist. Wir haben hier Gold in der Innenseite, das finde ich natürlich neckisch. Das Ganze hier auf einem 30 Jahre alten Mercedes C180. Ich wollte eigentlich nur ihr Auto bewerten. Naja, wie es eben so ist, ihr Lieben. Sehr schön.
gebe es ja zu, es ist ein Eyecatcher, aber trotzdem an die Farbe auf den E38 werde ich mich wahrscheinlich schlecht gewöhnen. Aber ich glaube, es ist Gott sei Dank nur Folie. Kann man also abmachen, so, ne? So, ihr Lieben, wir nähern uns dem Ende des Videos. Ein paar Eindrücke hier vom Sommertreffen quasi des Headquarter e.V. Erfurt auf dem Tech-Gelände. Ja, ihr seht es ja hier hinten. Kann man auch noch einkaufen gehen zu den normalen Öffnungszeiten. Neigt sich dem Ende. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und das Video hat euch gefallen. Wenn es so sein sollte, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert auch den Kanal. Da kommen weitere Videos, die ihr da nicht mehr verpasst. Und wer Lust und Laune hat, der folgt mir auf Kick. Unterhalb im Video findet ihr die dementsprechende Beschreibung. Ich würde mich freuen. Sage Tschüss gesagt und rein ja und bleibt mir gesund und bleibt mir gewogen. Euer Big L. Macht's gut.